Ja, hallo und herzlich willkommen bei Julian Entertainment. Mein Name ist Julian von Julian Entertainment. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Ist egal, ich bin ein bisschen nervös. Ich sitze gerade erstmal vor einer sogenannten Facecam. Also ihr seht mich jetzt live und in Farbe, ja. Und ich gucke mal gerne auf den Bildschirm, der da ist. Aber das Objektiv ist da, so muss ich eigentlich da hingucken. So, ich schicke jetzt mal jemanden eine Anfrage. Wir spielen wieder mit diesem Team hier, mit dem Team of the Season Team. Warum, wieso, weshalb ich jetzt mit Facecam aufnehme? Weil ich Spaß habe, weil ich da richtig Bock drauf habe und auch richtig oft deswegen angesprochen wurde. Wir laden einen Freund zum Spielen ein, denn wir spielen heute gegen den Lars. Und ich komme übrigens gerade vom YouTuber? Vom XXLTuber Day zurück, ja. Hab so einiges mitgehen lassen, sage ich mal so. Also ein T-Shirt mit allen möglichen Unterschriften. Bram, Hardy, Jay, Chris, 61 Minuten Sex ist da drauf, Dr. Allwissend, Jimbo, SceneTech TV, da haben wir G, Torben, Lars und Dan hier ganz oben, die vier, hier 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Das dürfte alles sein. Hier habe ich ein geiles Bändchen noch mitgenommen, ja, hier XXL, Moment, XXL Tuber Day. Ihr seht das, warum seht ihr das jetzt verkehrt rum? Oder seht ihr das gar nicht? Ne, ich sehe es, glaube ich, nur verkehrt rum. egal, ich bin verwirrt. Ja, dann habe ich noch eine Autogrammkarte von Lars und Dan von SceneTech TV bekommen. Dann habe ich mir mein FIFA 13 signieren lassen, auch von Chris, Brammen, Hardy und Jay. Und ein ganz besonderes Stück, Moment, muss ich kurz rausholen. Das ist übrigens unser Gegnerteam. Ich bin gerade verwirrt. Moment. Ja, die Nicht-Bayern-Fans unter euch werden es nicht so gern sehen, aber ich habe mir mein Mauspad von Bayern München vom Hardy Original signieren lassen. Es war wirklich super geil beim XXL Tuber Day. Der Lars hat mir gerade. Die Folge kommt Sonntag, wenn das technisch alles soweit klappt. Wir waren also Samstag beim XXL Tuber Day. 10 Uhr war ich beim Jonas, pünktlich vor der Haustür. Haben noch den André aufgegabelt, der super korrekt ist. Und mein Let's Play übrigens auch, guckt mein FIFA Let's Play, zumindest öfters mal. Wie gesagt, super korrekt war. Und auch ein super Kameramann zwischendurch mal abgegeben hat, wenn Jonas und ich gerade selber nicht filmen konnten, weil wir halt beide mit drauf sein sollten möglichst. Boah, wunderbar, wunderbar. Hernandez. Boah, das wäre eine richtig schöne Aktion hier von mir gewesen. Ja, was wollte ich sagen? Die Videos zum XXL Tuber Day und natürlich auch weitere Bilder folgen definitiv noch. Also da haben wir noch nicht alles ausgereizt. Ich habe ja erst ein oder Bild oder so bei Facebook mal einfach mal prophylaktisch schon mal hochgeladen. Vela ist jetzt hier am Ball. Carlos Vela. So, und das geht den Sofort auf. Meine erste Aufnahme mit Facecam ist, ich würde gerne eure Meinung dazu hören, was ihr davon haltet. Was haltet ihr davon, wenn ich im Let's Play mal gegen Abonnenten spiele gelegentlich? Was haltet ihr davon? Oder soll ich das als Abonnenten-Game wieder machen, wie ich das ja schon zweimal gemacht habe oder schon zweimal als Thumbnail oder auch als Folge speziell gekennzeichnet habe? Ich dachte gerade, da würde schon jemand kommen, meine Eltern sind nämlich weg. Dann kann ich am geruhsamsten aufnehmen. Habe ich in einer verloren gegangenen Aufnahme letztens schon mal erzählt, dass ich eigentlich immer aufnehme, wenn meine Eltern nicht da sind. Aber dann wird definitiv immer irgendwas aufgenommen, manchmal auch geschnitten, wenn ich dafür auch gerne Ruhe hätte. Naja, der war doch offensichtlich. Ich wollte den darüber, der wäre auch nie im Abseits gewesen. Naja, man kann ja nicht alles haben, meine Freunde, ja. Ich habe ziemlich gute Laune, weil es wirklich absolut awesome war, heute beim XXL Tuber Day. Er wird es niemals in seinem ganzen Leben sehen, aber ich danke hier nochmal an den Jimbo, der das organisiert hat, also was heißt sowas, der das hier speziell organisiert hat, hat der Sikeo nochmal angesprochen, super geile Aktion. So, und ist natürlich noch ein bisschen mehr Spannung drin, sag ich mal, weil ich nämlich gegen wen spiele, den ich auch kenne. Also zumindest so, also wir haben uns noch nicht in real gesehen, aber ich kenne ihn jetzt schon ziemlich lange vom Forum. Von Forum und von FIFA zocken und hast du nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Arsch, ja. Und dann passt das weit, ja. Also da brauchst du gar nicht mit irgendwelchen Tricks zu probieren. Boschetti ist da sofort dran. Und Boschetti wird da jetzt keine Gnade walten lassen. So, es leckt wieder ein bisschen, aber nur minimal zum Glück. Weil ich habe vor eben schon mal einen Versuch gestartet. Und da hat es mega geleckt, das war ja unschön.
holt sich der Angreifer den Ball zurück. Boah, wunderbar gemacht von ihm, muss man leider sagen. Jeff Re- Oh Gott, er hätte auch die Wiederholung. Lars, du kannst... Was wäre davon noch für ein Buchstabe jetzt gekommen, ja? Den ich aus Versehen fallen gelassen hätte. Nein, du kannst die Wiederholung, du die Wiederholung hättest so ruhig laufen lassen können. War ein schönes Ding. Und das macht er richtig gut. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. So, wir haben jetzt 21.41 Uhr. Ich muss mich danach mal dringend daran machen, das Video zu schnipseln, damit ihr möglichst bald sehen könnt, was wir mit Jay und Hardy und Brammen gemacht haben, beziehungsweise wie wir die gesehen haben. Wir haben ja nichts mit denen gemacht, so direkt. Da waren nämlich ein bisschen zu viele Leute, die was mit denen machen wollten. Foto immerhin haben wir gemacht, außer mit Brammen. Wir haben Sicherheitspersonal im Moviepark geärgert. Wir haben ein Gronkh-Double gefunden und so weiter und so fort. Also es wird alles richtig witzig, kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Die Folge wird, wie gesagt, hier am Sonntag kommen. Gut gedacht, schlecht. Ups. Die Folge wird hier am Sonntag kommen. Und am Sonntag wird dann wahrscheinlich auch schon ein Trailer dazu kommen, zu diesem Event im Moviepark. Also wahrscheinlich nur ein Trailer, weil ich dann bis dahin nicht geschafft habe, das komplett fertig zu schneiden. Oh mein Gott, ich bin dann, auch wenn sie jetzt gerade nicht so pralle. Aber er hat auch Mangala, das ist unfair. Nein, ich habe die deutlich bessere Mannschaft, da habe ich gar keine Ausreden, aber das ist jetzt ein bisschen lucky, dass er noch ein... Auch einfach ein Beast irgendwie. Also da den Second in Form, ich glaube, das ist so ein Spieler, den müssen wir definitiv mal testen. Mein Gott, wie schnell ist denn bitte Jeffrin? Der ist doch nicht viel schneller als Vela, willst du mich verarschen? Kann doch gar nicht sein. Irgendwie ist ein nettes 10-15K-Team, was er sich da gebaut hat, für den Übergang. Er wartet noch auf ein Team mit Ibrahimovic jetzt, nachdem das preislich endlich mal möglich ist für ihn. Also die Preise sollen ja, oder beziehungsweise werden wahrscheinlich beim Barca Premier League Team of the Season ziemlich rapide sinken, könnte ich mir vorstellen. Also wenn da so das Barca Premier League Team of the Season raus ist und dann noch Happy Hour ist oder so, also da wird wirklich zappenduster. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft, fantastisch. Guardado, das war natürlich definitiv ein Foul. Das müsste auch die gelbe Karte geben. Ja, gibt es. Das war viel zu hoch. Oh, nee, doch nicht. War tatsächlich doch nicht so viel zu hoch, wie ich dachte. Er mit seinen Ballrollen, ey. Bringen rein gar nichts meistens. Oh, der Trick war jetzt gar nicht so schlecht, aber da kriege ich den Ball. Hör auf zu laggen, verdammt. Lars, bring dann den scheiß Internet in Ordnung. Das kann ich angehen. Meins ist nämlich in Ordnung. Das ist vorhin mal nachguckt. Jetzt beeilt euch mal. Da ist ein schöner Konter drin. Ich spiele nicht besonders stark. Ich habe gerade, wie gesagt, die Folge, die irgendwie, wo alles nicht so wirklich geklappt hat. Kamera, Akku war leer und so weiter und so fort. Da habe ich 7-2 gewonnen, ich kann es euch gleich auch zeigen, im Goldpokal-Halbfinale. Wir sind im Finale, das wird dann die nächste Folge. Und wie ungewohnt, wie komisch ist es, wenn der Bildschirm dunkler wird, weil er zum Beispiel 9 Eckballschützen ausgewählt hat, durch diese Überblendung da. Und ich einfach dann auch dunkel werde, weil das Einzige, was mich hier mehr oder weniger beleuchtet, der Bildschirm ist. Und zusätzlich noch ein kleines Licht. Na, ich glaube, dass da wieder Momentum im Spiel ist, ich will jetzt nicht anfangen rumzuheulen. Aber es sieht mir stark danach aus, da ich hier irgendwie... teilweise überrannt werde von Spielern von ihm, die so überhaupt nicht schneller sein dürften. Ja, komm, das, ja. Du bist cool, du hast einen Trick gemacht. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Sehr schön, wunderbar. Oh Gott, ey, das liebe ich auch mal, wenn die Spieler sich den Ball in die falsche Richtung vorlegen. So schnell kann man einfach gar nicht drücken, wie der Spieler dann an den Ball kommt. Wo so schnell nimmt FIFA das gar nicht an, sagen wir besser so. So, Hernandez. Auf Guardado. Vela kann den Ball nicht bekommen, sondern Abiati, der Keeper, ist hier am Werke. Von dem ich menschlich ja nicht so viel halte, aber der... Ich würde sagen, ich melde mich in der zweiten Halbzeit wieder und versuche dann diesen... in der Höhe unverdienten Vorsprung von Lars wieder rauszuholen. Wir sehen uns. Ciao. So, ich hoffe, es hat auch alles geklappt. Da sind wir dann nämlich auch wieder.
muss ich nicht umstellen, aber die Elgato, wie gesagt, muss, oder wie ich jetzt schon mehrmals in Folgen erwähnt habe, muss ich neu kalibrieren, beziehungsweise nein, einfach nur an und wieder ausmachen. Aus und wieder anmachen, trifft es besser. Und jetzt versuchen sie, sich freizulaufen. So, hier ist Wähler am Ball. Gut abgefangen hat er da den Ball. Auf Marquisio. Und Guardado, der zu langsam ist, und das verstehe ich nicht. Der hat 88 Pace. Muss ich ja jetzt echt nicht so verstehen. Das sieht gut aus. Konzentrierter Blick hier meinerseits. Ich bin es echt nicht gewohnt, dass sie mich sehen können, während ich laber quasi. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Die Fans, sie sind begeistert über dieses. Sein Dribbling ist eindeutig besser geworden im Vergleich zu den letzten Spielen. Nicht so schlecht. Dennoch hätte ich ja auch ein Tor verdient gehabt. Weil er jetzt nicht so übermächtig war. So 2-0 hört sich immer so an, so, boah. Die einen haben was gemacht, die anderen nicht. So war es jetzt nun mal auch nicht. Ein sehr schöner Pass. Wunderbarer Pass, das kann gefährlich werden. Eckball. Jetzt wird er mit einem anderen Eckballschützen nehmen. Und jetzt war ich wieder dunkel, habt ihr darauf geachtet. Das sieht echt seltsam aus hier, wenn ich so selbst. Also ich kann die Kamera ja auch sehen hier. Also im Bildschirm der Kamera kann ich auch sehen. Ja, mein Spieler hat wieder keine Lust, sich den Ball hier irgendwie zu holen. Diesmal schießt er einfach. Die Fans ärgern sich. Der Gegner kriegt nach der Ecke sofort wieder den Ball. Und das macht er richtig gut. Diese Flanke ist überhaupt kein Problem für die Abwehr. So, Javi Martinez mit einem tollen Zweikampf. Und seiner langsamen Geschwindigkeit, die ihm hier wieder zum Nachteil gereicht. Oder weiß ich nicht. Oh, Guardado. Mann, die kann man auch mal reinmachen. Oder zumindest schöner aufs Tor bringen oder besser aufs Tor bringen. Ich spiele auch nicht gut, aber es ist egal. Es ging mir jetzt eher darum, euch über den XXL Tuber Day zu informieren. Darüber, dass ich jetzt jemand mit Facecam am Start mache, am Start mache. Ich bin mit Facecam am Start, ich glaube, es passt besser vor. Glück für mich, dass er da nicht mehr aus gemacht hat, aber schon wieder blöder. Was? Was war das denn jetzt? Komm, stell dich daneben. Boah, schön gehalten. Ich weiß gar nicht, wen habe ich im Tor? Machetti? Nein, De Sanctis, genau, der eigentlich nicht so gut ist. Boah, das wäre jetzt aber auch wieder richtig mies gewesen, hätte der dadurch jetzt schon ein Tor gehabt. Komm, ich muss jetzt langsam mal hier nach vorne kommen. Da das sonst langsam echt hier eng wird. Weil noch ist es ja nicht vorbei. Wir haben ja noch eine kleine Chance hier. Und der ist jetzt nicht viel besser als ich. Also jetzt geht es nicht darum, diesen Spieler oder so, sondern auch im Allgemeinen. Der ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, boah, der ist viel besser als ich. Im Gegenteil, viele der letzten Spiele habe ich gewonnen, tatsächlich. Viele heißt nicht alle. Guardado auf Fernandes. Boah, kriegt den Ball abgenommen. Ich versuche mehr mit Passspiel durchzukommen und eher mehr mit Dribbling, beziehungsweise hier jetzt auch mal viel Passspiel, aber prinzipiell auch viel mit Dribbling. Boah, meine Spieler kommen einfach an den Ball nicht ran, seht ihr das? Also ich stehe so direkt neben ihm, aber meine Mitspieler sind irgendwie nicht so in Stimmung. So sieht ein Pass aus. Ja, du bist cool und ich finde dieses Scoop-Turn, das finde ich ja total echt voll ätzend irgendwie. Also weil die sehen dann nicht mehr so gut aus, wenn man die so im Stehen macht. Blindes Verständnis hier. Boah,
War bestimmt Martinez, der wieder. Ja, das war tatsächlich Martinez, der wieder einfach zu langsam war. Also Martinez, ich weiß nicht, ob ich es in dieser Folge schon mal erwähnt habe. Auch definitiv leider nicht so stark. Also er ist, okay, es könnte ein bisschen an meiner Taktik und an meiner Formation ja auch liegen. Er ist einfach als einer dieser beiden Sechser nicht zu gebrauchen. Ja, komm, genau. Weil er einfach nur defensiv starke Werte hat und offensiv jetzt so nicht so. Also er kann weder besonders gut passen, also er hat noch einen sehr guten Kopfball, das ist irgendwie ganz, ganz nett bei Ecken. Aber das war's dann auch irgendwie schon. Ja, Buschetti ist ein super guter Innenverteidiger, also für, ich weiß nicht, naja, 200.000 hat er gekostet, ne? Für 100.000 würde, könnte man da nicht meckern. 200.000, also zumindest dafür, dass er noch zusätzlich blau ist, das spielt ja auch mal eine große Rolle, also viele Karten sind einfach teurer, weil sie eine bestimmte Farbe haben, auch die Man of the Match, die fand ich zum Teil einfach nur nicht überzeugend, aber waren zum Teil, also dann waren hier echt wieder so richtig teuer, wo ich mir so gedacht habe, die Leute bezahlen echt einfach nur, damit sie einen orangen Spieler in der Mannschaft haben. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Sieht gut aus. Und schon wieder getackelt. Sofort komisch getackelt. Da war es auch überhaupt nicht meine Formation. Ich würde es jetzt mal größtenteils darauf schieben. Der Sieg war ja auch verdient. Ich habe auch nicht besonders gut gespielt. Aber was? Das ist natürlich wieder kein Foul, ne? Ich habe auch nicht gut gespielt. Aber das liegt, Wetten, das liegt zum Teil an der Formation. Ich wollte sie einfach mal ausprobieren. War mal halt ganz netter Versuch. Voll gerülpst. Aber das war irgendwie nichts. Macht euch doch nicht verrückt, Jungs. Eine Niederlage in einem so, mein Spieler mit nicht wirklich toller Bewertung. Das macht ja die Großen auch aus. Seine alle auf 8,0 und 8,1 in der Offensive. Familie, oh, oh, die, oh, gar nicht gut. Da will ich ja gleich weiter. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ja! Mein Name ist Manni Breukmann. Freunde, ich würde sagen, ich werde jetzt dunkler, weil der weiße Bildschirm weggeht. Pass auf. Zack. Ein bisschen zumindest. Ich würde sagen, hat mir echt Spaß gemacht, mal mein Facecam aufzunehmen. Was haltet ihr davon? Irgendwie bin ich heute ein bisschen kaputt und hast nicht gesehen. Deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen... Bleh. Also da werden auf jeden Fall noch Aufnahmen kommen, wo ich, weiß nicht, motivierter bin oder wo ich... keine Ahnung. Auf jeden Fall. Achso, übrigens, das war das Spiel, was ich eben aufgenommen habe, was nicht so wirklich geklappt hat. Goldpokal. 7:2 hier. Das war vorhin. Ja, in der nächsten Runde zocken wir das Goldpokal-Finale. Wahrscheinlich noch mit diesem Team. Danach werden wir das Spiel langsam mal wieder verkaufen oder ans andere kaufen. Wer bei mir ganz klar noch in der Wahl steht, ist Hulk in Form. Also den als Stürmer möchte ich unbedingt mal testen, weil ich den schon sowieso richtig fett finde. Also auch als Außenspieler hat er mir sehr gut gefallen. Hier ist er. Habe ich letzten Spaß mal mitgeboten einfach, weil der halt relativ preiswert drin war. Das wollte ich jetzt sagen. Ich wollte hier, glaube ich, spielen. Team der Woche Challenge. So, komm. Ich verwirrt. Und jetzt Mannschaft herausfordern? Nein. Challenge ändern. Hier. Community Team of the Season 2. Community Team of the Season 1. Africa Team TOTT. Das sind für geile Challenges hier. Da gucke ich irgendwie nie rein in die Menüs. Keine Ahnung warum. Ach, das ist das noch. Der Grund, warum Asamoah so teuer ist, weil er nur hier drin war, ne? Was war hier noch? Warum kann ich nicht gegen das aktuelle Team der Woche spielen? Also ich will da jetzt nicht gegen spielen, aber ich will mir gerade mal kurz Hulk hier angucken. Aber will er irgendwie nicht. Gazzetta. Wie Gazzetta? Italienisch oder was? Aha. Was soll das jetzt genau sein? Für ein Team? Sieht sehr interessant aus. Naja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Adios und bis dann. Wie hat es euch gefallen? So mit Facecam, wie hat euch die Folge im Allgemeinen gefallen? Und so weiter und so fort. Ich bin hier mal an dieser Stelle raus, schneide das jetzt und hoffe, dass das bis morgen hochgeladen ist. Haut rein, bis dann.